suche die Schnittpunkte von einer Parabel und noch einer Parabel. Und die Schneiden heißt Gleichsetzen ausprobieren. Die sind beide nach oben geöffnet. Also da kann ich mir so eine 1 denken und hier kann ich mir auch eine 1 denken. Also immer verschobene Normalparabeln. Kann sein, dass die ja, wahrscheinlich sich irgendwie so schneiden. Mal schauen. Also los geht's. Schneiden, gleichsetzen. Also x plus 2 Quadrat plus 1 gleich x Quadrat minus 3. Alles auf eine Seite. Ja, weil läuft ja Richtung Mitternachtsformel und da brauche ich ein ist gleich 0. Ja, also minus x Quadrat und plus 3. X plus 2 Quadrat plus 1 minus x Quadrat plus 3. Und jetzt habe ich hier so ein Klammerquadrat, das ist ein Binom. Das ist ja a plus b in Klammer zum Quadrat ist a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Also los geht's. Also habe ich x Quadrat plus 2ab, 2 mal x mal 2, also 4x plus 2 Quadrat plus 4. Und jetzt, das war die Klammer, ja, plus 1 minus x Quadrat plus 3 gleich 0. Und ich räume jetzt auf. Ich habe hier x² minus x², das fällt komplett weg. Also habe ich nicht mehr. Dann habe ich als nächstes 4x. Das war's schon. Ja. 4x und was haben wir noch? 4 und 1 ist 5 und 3 ist 8. Plus 8 gleich 0. So, nichts mit der Nachtform, ist einfach nur 4x gleich minus 8x gleich minus 2. Ah, die schneiden sich nur in einem Punkt. Ne? Parabel, schneiden einen Punkt, die da hinten nicht mehr. Und jetzt will ich vielleicht noch, das ist ja dieser Schnittpunkt, der hat hier so Schnittpunkt, der hat ja zwei Koordinaten. Also die erste Koordinate ist minus 2, das ist ein x. Jetzt suche ich noch das y und dafür setze ich das minus 2 hier ein. Also minus 2 Quadrat ist 4, 4 minus 3 ist 1. Dann habe ich hier so ein 1er, das ist der Schnittpunkt, das ist die Lösung. Zwei nach oben geöffnete Normalparabeln schneiden sich in einen Punkt und den habe ich jetzt.